Bioterrorismus. Die Welt lebt damit. Sie leben damit. Viren werden gestohlen, manipuliert, zweckentfremdet, mit tragischen Folgen. Aber wem können sie noch vertrauen? Politikern, die ihre Seele für einige Wählerstimmen verkaufen? Firmenchefs, die Konsumenten für den schnellen Profit betrügen? Vertrauen Sie stattdessen uns. Wir stehen über der Politik. Stets wachsam. Stets bereit, der Gefahr die Stirn zu bieten. Wir sind der wackere Wischmob, der die Übel von Bioterrorismus und chemischer Kriegsführung aufwischt. Man nennt uns TerraSafe. Denn Terr muss nicht mit Orist enden. Hey Leute. Redfield. Oh, hi Claire. Hey. Hey Claire. Moira. Willkommen im Club. Bereit zum Dienst, Frau Redfield. Wann fängt die Quälerei an? Ach, komm schon. Wie lange sind wir Freunde? Lang genug, dass ich dich verarschen darf. Psst. Claire, kannst du mal... Was ist los, Neil? Irgendetwas geht da vor in Washington. Hast du etwas gehört? Was? Das neue Virus? Komm schon. Du weißt, Tricell ist Geschichte, oder? Hallo? Hey, ist das Burtons Kind? Ja, Moira hat heute angefangen. Aber Vorsicht, rede mit ihr besser nicht über... Sie und ihren Vater? Aber hallo, gefährliches Terrain. Okay, du bist informiert. Was für Verletzungen der Privatsphäre hast du dann noch drin? Hey, ich beschütze nur TerraSafe. Wir haben unsere Gegner. Wie auch immer, viel Glück beim Einreiten. Sie ist doch kein Pferd. Ciao. Oh, was hat er jetzt angestellt? Scheiß Barry. Egal, um was ich ihn bitte, er ist dagegen. Jedes Mal. Ich wäre nicht einmal hier, wenn ich auf ihn... Warum hat sie sich geöffnet? Ich habe nichts gemacht. Und damit willkommen zu Let's Play Resident Evil Revelations 2. Wohin wurde ich gebracht? Nach meinen Let's Plays zu Resident Evil 0, 1, 2, 4, 5, 6, Revelations und Remastered. Jetzt also Revelations 2. Neu erschienen für Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 und PC. Tja, diesmal wurden die Nintendo-Konsolen außen vor gelassen. Und wir hören merkwürdige Stimmen. Barrys Tochter, Moira, ist hier.
Keine Sorge, ich werde dich da sofort rausholen. Wir spielen Claire Redfield, die Schwester von Chris Redfield. Die war auch in Resident Evil 2 schon. Claire, mach doch was, bitte! Ein spielbarer Charakter zusammen mit Leon S. Kennedy. Moira, geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Claire, ich erinnere mich nur an... Hey, beruhig dich. Ich meine, was zur verschissenen Hölle geht... Oh, Claire, ich will nur nach Hause. Keine Sorge. Wir werden hier rauskommen. Also Resident Evil Revelations wurde ja hochgejubelt, weil das deutlich mehr was haben deutlich wir ein besserer Kugelschocker ist als das umstrittene Resident Evil 6. Demnach sind die Hoffnungen für Revelations 2 sehr hoch. Abgedreht. Was glaubst du, was das mal war? What, da fliegt das Fleisch runter? Oder was auch immer es ist, ich meine... Guckt euch mal an, was da so drin steckt. Pfui. Und ich bin der Meinung, das war Chris am Anfang, oder? Ich meine, die deutsche Synchronstimme von Chris erkannt zu haben. Claire Redfield. Ups, muss weiter drücken. Aber man hat eben schon an der Grafik gesehen, dass es eben nicht unbedingt ein Next-Gen-Game ist. Sondern einfach die, ja, es sah aus wie vor allen Dingen das Gitter. Ein bisschen, ne? Aber meckern will ich jetzt nicht. Wir schauen uns mal die Atmosphäre an. So, aber Barrys Tochter Moira, oder Mora, ist noch nicht so kampferfahren. Sie hat doch nur eine Taschenlampe. Ganz genau. Will ich hier rüber? So, ich spiele das Ganze blind. Ich weiß nicht, auf was auf mich zukommt. Muss auch das Game heute downloaden. Es erscheint episodenweise. Okay, hast du das gehört? Noch eine Frau. Ist hier drin noch jemand? Ja, höchstwahrscheinlich. Oh, oh, Blut. Nicht schön. Bisschen vertrackt das Ganze. Oha. Oh mein Gott, was für eine Scheiße. Seht ihr das? Es lebt. Ich weiß nicht, ob ich hier noch raus will. Okay. Sehr. Da liegt ein Zettel. Regeln für die Überwachung von Testpersonen. Die Teilnehmer an den Experimenten müssen stets die folgenden Regeln einhalten. Die Testpersonen müssen 24 Stunden am Tag überwacht werden. Überwachen Sie die Sensoren und achten Sie auf die Änderungen. Notieren Sie alle 10 Minuten den aktuellen Status. Entsorgen Sie sofort alle Testpersonen, die Anzeichen von Abnormität zeigen. Man hat auch gesehen, dass das Game relativ aktuell spielt, also zeitlich gesehen. Oh, wir werden beobachtet. Big Brother is watching you. Weil Mora eben mit einem Smartphone in der Hand rumhängt. Das heißt, auch Barry muss deutlich gealtert sein. Aber sie ist nicht gut auf Barry zu sprechen, ihren Vater. Warum auch immer. So, hier scheint es weiterzugehen. Geniale Atmosphäre. Es erinnert mich dann doch ein bisschen an den Anfang von Resident Evil 6. Ich glaube, wir können da unten durchkriechen. Hilf mal, Moira. Den ich eigentlich ganz atmosphärisch fand. So, bitte. Los! Wollte gerade sagen. Und du hältst jetzt von da hinten fest. Ja, schön. Okay. Okay, den linken Stick. Also ich spiele die PlayStation 4 Version. Bleib zurück. Und wir schieben dieses Regal. Nicht umschieben. gar nicht so schlecht, da. Dies. Oh, das sind eigentlich wieder ganz neue bio-organische Waffen, sagen wir es so. Weil Zombies kann man die jetzt nicht unbedingt nennen. Ich weiß es nicht. Und wir sind ja leider verletzt, weil... Da wird noch jemand gequält. Wir müssen schnell zu Hilfe eilen. Schieb das zur Seite. Verdammte Axt. Heilige Scheiße, es wird sie töten! Okay, okay. Erstmal den Raum untersuchen. War Spaß. Hinterher.
Kühlschrank öffnen? Tatsächlich, da ist ja was drin. Es gibt, man muss Prioritäten setzen in dem Spiel. Grüne Kräuter, wie immer. So. Hallo? Hocken. Wo sind die beiden denn abgehauen? Hilfe. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe ja die 3DS-Version von Resident Evil Revelations gezockt. Mit euch. Ist schon ein bisschen her. 2012, um genau zu sein. Gina. Was zum... Die Augen. Oh Gott. Kanntest du sie? Ja, sie ist bei TerraSafe. Warum tut jemand so etwas? Darf ich korrigieren? Sie war bei TerraSafe. Ich kann den Wind draußen hören. Das muss der Weg hier raus sein. Dann müssen wir irgendwie da durch. Experimentierblock-Schlüssel. Ja. Toll. Nichts wie runter mit den beiden Mädels. Was für ein Irrer könnte nur... Oh, das ist was zum... nicht in Ordnung. Hier. Halt mich fest. Okay. Hab ihn fest. So ein Mist. Was ist hier los? Holen Sie den Schlüssel. Ja, spring runter, Mädel. Verdammt. Dass auch nie alles nach Plan läuft, was? Sind das alles Türen? Oh, oh, merkwürdige Geräusche. Hm, die zählt nicht, keine Tür, okay. Habt ihr Hunger? Hey, da drin gibt's Kräuter und alles. Ich will da rein. Schade, Marmelade. Ich muss ein bisschen die Atmosphäre wahren in dem Game, weil es versucht schon etwas Geniales aufzubauen. Aber jetzt muss es sein. Zwischen Leber und Pilz passt immer noch ein Pilz. Okay, das war unpassend, aber ihr kennt mich doch. Das ist mir zu ruhig. Gleich kommt wieder ein Schockeffekt. Hände waschen. Da ist sogar noch irgendwie Brühe drin. Sehr gut. So, wir kommen nach unten. Okay, da wären wir. Schlüssel ist da drüben. Oh, hier stinkt es aber. Hier ist auch alles voller Blut. Scheiße, was ist das? Ganz genau. Fliehen Sie aus der Anlage. Ja, geschieht dir recht. Zombie-Freak. Vergiss sie, lauf einfach! Lauf, Mäuer, was zum... lauf! Wir sollen einfach laufen, das mache ich am besten auch mal. Geht die Tür auf? Ah, schade. Komm sie nicht weg! Kann es sein, dass du gerade... So, jetzt nehme ich lieber die Beine in die Hand. Okay. Dann heile ich mich am besten mal. Das geht mit einem Druck auf R1. Ist das nur vorbei? Wenn man grüne Kräuter hat. Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Und wir haben schon einige gefunden. So, Experimentierblockschlüssel braucht es. Jetzt kommt bestimmt nicht ohne weiteres... Warte mal, wo komme ich denn her? Hier. Na, wenn ich das schon angezeigt bekomme. Die Tür war vorher aber nicht offen. Und da laufen sie alle lang. Ja klar.
Ich wollte nicht... Oh, das wollte ich schon mal ausprobieren. Ahem. Guten Tag. Das! Haut den Schurken auf die Gurken! Ja, boah, der ist ja wahnsinnig. Das sind keine Zombies im klassischen Sinne, nein. So, warum bin ich jetzt in seine Zelle gelaufen? Schnell durch hier. Deswegen sind diese ganzen Türen, Zellen auf. Wir müssen hoch und den Experimentierblock-Schlüssel wieder einsetzen. Das war hier, oder? Saubere Arbeit. Wer bist du? Soll ich der Sache trauen? Ja, so ein bisschen Resident Evil 4 Feeling. Pistole. Nein, brauche ich überhaupt nicht. Sorry, Schusswaffen fasse ich nicht an. Nicht nach der Sache. Mist, tut mir leid. Ganz vergessen. Vielleicht finden wir etwas anderes für dich. Ja, und das bleibt spannend. Nein, ich bin Taschenlampenträger oder sowas. Ehrlich. Brecheisen? Sie hat ein Brecheisen. Und damit... Kommen wir auf mich voran? Glänzendes, aber ich kann's nicht erkennen. Ein Mädchen. Was mit ihr auf sich hat, sehen wir im nächsten Part. Freunde, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und dann sehen wir uns wieder. Also nicht verpassen. Ja, da war irgendwas. Bis dann und ciao.